Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Hearthstone. Und das Spiel ist schon wieder ultramäßig laut und ich habe keine Ahnung warum. Ich stelle es sofort leiser. Lepra-Gnom. Cool. Euer Rang aus der letzten Saison verleiht euch einen Bonusstern. Die Saison November 2016 hat begonnen. 25, wütendes Huhn. Cool. Moment, das ist gerade mega laut. Alter. Holy shit, warum? Ah, Gott. Oder nee, wir machen das. Moment. Ah, so ist besser. Also, ich weiß nicht warum, aber es war gerade massiv laut. Sitze. War doch sonst nicht so, ey. Questlog sagt, wir haben zwei Spiele als Druide oder Schurke. Mhm. Spielen wir leider bis auf den Druiden gerade nicht wirklich. Paladin oder Krieger? Hm. Das dürfte kein Problem sein. 30 Diener mit Kampfschrei ist auch kein Problem. Die beiden kriegen wir hin. Locker. Und Kartenchaos ist gerade leider nicht da. Ist sehr ärgerlich. Wir machen nur mal ganz kurz so ein, zwei Ründchen, in denen wir, ja, und zwar zumindest einen Rang hochkämpfen, würde ich sagen, oder? Ich meine, wenn wir jetzt einen Bonusstern bekommen, ist eigentlich ganz gut. Nehmen wir den Magier wieder oder irgendeinen anderen? Nehmen wir den Murloc-Paladin, der ist doch ganz gut. Ach ja. Hearthstone ist schon cool. Okay, mittlerweile habt ihr schon längst gemerkt. So Folge 21. Ich lade nicht zwei Videos in einem Tag hoch. Das hat auch einfach den Grund, ich gehe nebenbei noch arbeiten und mache noch andere Sachen. Dann wäre das sehr, 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 sehr stressig. Ich will auch Spaß daran haben, weil sonst macht es generell keinen Spaß. Hallo Garrosh. Sieg oder Tod. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Irgendwie sind wir immer noch ein bisschen zu laut und die Musik ist jetzt ein bisschen zu leise. Ist doch kacke. So ist die Musik ganz gut. Machen wir jetzt ungefähr so auf 25-30%. Testen wir mal. Na, so ist gut, denke ich mal. Oder? Ja, perfekt. Weil beim Schneiden, deswegen die ganze letzten Folge musste ich umschneiden, weil die Musik teilweise zu laut, zu leise etc. war. Ne? Die beiden sind eigentlich Schwachsinn, aber ich glaube, ich nehme den trotzdem mal raus. Die Miniflosse behalten wir nochmal. Machen, gehen wir weiter. Ich grüße euch. Hey, das ist mein Rang. Grüße. Den feindlichen Helden zwei Schaden zu, das finde ich nicht nett. Oh Gott. Ach, Entschuldigung. Melde mich zum Dienst. Ich werde überlegen, ob ich den nehme oder auf den hier warte. Ich glaube, ich behalte den nochmal. Weil wenn der jetzt keinen meiner, nicht mehr Murloc hier vernichtet, lege ich gleich den hier und den hier, glaube ich, oder? Hm, ja, klingt gut. Ah, guck mal, er greift mich an. Nicht mal ihn hier. Nein, nein. Okay, dann halt nicht. Oh, da haben wir schon unsere bisschen spätere Karte bekommen. Toll. Gebt mir eine Quest. Das klingt doch nett. In den Kopf. Legen wir die. Die hätte ich aufheben sollen. Bis wir später ganz viele Karten legen sollen. Ha. Aber ist nicht so schlimm. Kriegen wir schon hin. Na komm, Biker Zone. Hau was raus hier. Ich habe nur noch drei Karten, du hast noch sieben. Was jetzt? Oh. Nein, nein. Ja, ich dachte, ich hätte den später nehmen sollen. Aber egal, soll er immer einen 3 Schaden bekommen. Es ist nicht so schlimm. Du hast fehlgeschlagen. Huh.
Ne, ich glaube, die Murlocs lassen wir nochmal sein. Ich hoffe, wir machen den hier und den da. So. Nein, wir möchten keinen Eber. Göttliche Gunst. Zieht Karten, bis ihr so viele habt wie auf der Hand wie euer Gegner. Das klingt sehr gut, weil der hat mich gerade ein paar. Falls euer Gegner mindestens 4 Diener hat, übernehmt zu. Ja, ich glaube, wir nehmen die göttliche Kunst. Die ist ganz cool. Upsala. Habe ich die Erde getroffen? Na, vielleicht liegt er jetzt quasi keine Karten. Und wenn, legen wir zuerst auch irgendwie ein, zwei Karten weg und machen dann die göttliche Gunst. Na komm, mach was. Von erst Krieger, worauf wartet der eigentlich jetzt mit den Karten? Was hat er bitte schon gebaut? Ha. Gut gespielt. Okay. Danke? Danke. Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben. Cool. So, jetzt haben wir 5 Stück. Jetzt können wir eigentlich das hier machen. Weil wir nur einen Murloc haben. Beeindruckend. Aber er hat gerade 6 Karten. Wir könnten die beiden weglegen und dann direkt raushauen. Na, guck mal, das hat uns doch einiges in Card Draw gegeben. Das hat uns doch schon mal gut weitergeholfen hier. Weil jetzt können wir den hier eigentlich locker besiegen, indem wir einfach unseren ganzen Schrott darauf werfen. So. Dann ist mich erstmal der ganze Kack von dem weg. Ich meine, klar, jetzt haben wir 3 Karten. Nur 3? Oh, cool. Aber die göttliche Gunst war gut. Ein Clear haben wir auch. Wir haben gleich 6, ne? Dann könnten wir eigentlich den hier legen und dann das da. Ja. Außerdem haben wir noch die beiden. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso mit Murlocs richtig loslegen. Am besten müssen wir aber vorher den hier legen. Auf euren Kopf. Hört ihr seinen Ruf? Aua. Okay. Oh. Die wollte ich jetzt eigentlich nicht haben, aber okay. Nummer 2 und 4 ist. Ich glaube. Ich habe eine coole Idee. Wir heben die ganzen Karten jetzt ein bisschen auf. Dass er noch eins legt und machen dann einen Clear. Heißt, wir machen jetzt nur das hier. Und greifen mit dem hier den an. Weil noch können wir 1, 2 Schaden einstecken, das ist kein Problem. Heißt, jetzt darf er erstmal vielleicht noch ein paar Karten weglegen. Und dann setzen wir einfach unseren Clear dahin. Weil noch hat er nur 5 Schaden. Ich denke mal nicht, dass er jetzt die beiden benutzt, um die beiden zu töten. Dann können wir mich gleich einfach den hier töten. Dann hat er nämlich noch 3 Schaden. Das heißt, er muss jetzt irgendwas legen, was mindestens 4 Schaden hat. Okay. Oh. Okay. Das hat dann doch nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir dachte. Gut hin. Gut. Ruft einen zufälligen Murloc herbei. Wenn wir das hier benutzen. Das ist. Naja. Ne? Aber so ist ganz gut. Du willst, ich weiß jetzt nur nicht, was ich machen soll, außer so. Ah, wobei. Nee, den lassen wir. Eigentlich muss er jetzt den töten. Und zwar bestenfalls seid mit dem hier. Mein Meister. Wow. Beim Heiligen. Die auch genau den richtigen trifft, weißt du? Oh, er will eine Karte ziehen? Ja, was denn jetzt? Also, jetzt habe ich zumindest mal Kartenvorteil gerade, aber der bringt mir gerade nicht wirklich viel.
Ja, das habe ich erwartet, dass er mit dem den angreift. Das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Mein Schild für Argus. Weil es war natürlich naheliegend, dass er das so macht. Das war ein guter Zug. Ich hätte in der einen Runde nicht warten sollen. Das ist ganz gut. Melde mich zum Dienst. Okay. Wollen wir einen Clear machen? Vielleicht achtet er nicht drauf. Das Ende nach! Mal gucken, ob wir es hinkriegen, irgendwie zumindest ein bisschen was zu clearen. So ist gut. Das ist mich nervig. Er muss jetzt den töten. Er muss. Sollte ich mich zumindest eine Runde von seinen Angriffen fern, dachte ich mir. Ah, gut, das ist natürlich gemein. Aber immerhin habe ich so schon mal 3 Schaden und eine Karte weggenommen. Ist auch nicht so schlimm. Weil in 2 Runden können wir das hier machen. Das ist... Kannst du bitte aufhören, immer genau die richtigen zu treffen, du Arschloch? Ich hätte diese eine Runde nicht warten sollen. Die hat mich jetzt vollkommen rausgehauen hier. Nee. Okay. Jetzt wird's ein bisschen knapp. Hör gut hin. Die kommt ein bisschen sehr spät. Gib mir den Bogenlichtschraubenschlüssel. Okay, vielleicht nicht ganz so. Das, was ich erwartet habe. Ich hätte ihn da hinlegen sollen. Naja, egal. Das war nicht... Ich habe großen Fehler gemacht, das stimmt. Wir haben die 2-mal auf der Hand. Das Feuer wird euch. Ja, gut. Ja, komm, mach hin. Geht doch. Dedim. Auf diesem Rang könnte keine Sterne verlieren. Ja, ist ja komisch. Ja gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss!